Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind wieder da. Ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, Majin Buu wurde befreit. Ja, Goku kämpft gegen Vegeta. Eine hitzige Situation haben wir aktuell. Jetzt wollen wir mal schauen. Babidi hat gerade in der letzten Folge befohlen, uns zum Gohan und den Kaioshin auszuradieren. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das weitergehen wird. Ich bin mal gespannt. Majin Buu, der schreckliche Dämon, ist jetzt da. Lasst uns diese Szene einmal genießen. Jetzt geht's los. Son Gohan gegen Majin Buu. Das ist der erste Kampf eines Z-Kämpfers gegen Majin Buu. In der letzten Folge hat Majin Buu Dabra übrigens erledigt mit zwei Schlägen. Könnt ihr gerne in die Playlist ranschauen. Das Video davor, also vor dem, ist, wo Majin Buu aufersteht. Majin Vegeta gegen Goku. Und natürlich Dabras Ende. Oh! Der ist ziemlich stark. Der ist zwei Level höher als wir. Super Saiyan 2 sind wir noch nicht mal. Okay, wir verhandeln uns mal da rein. Und boosten uns einmal. Und dann geben wir voll Gas hier. Oh, der ist langsam, habe ich den Eindruck. Aber macht viel Schaden. Jetzt voll rein, Leute. Boah, das knallt halt richtig rein. Oh, er macht gleich einen Betäubungsschlag. Geblockt. Sehr lecker. Und wir weiter geht's. Und weiter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir sind jetzt nicht mehr geboostet. Nur noch der normale Zustand jetzt. Eine Kame, Super Masenko. Und voll Öde rein hier. Boah, was macht der da? Oh. Ist der Typ unverwundbar. Gohan staunt, was für eine Kraft Buu hat. Ist ja auch klar, ist ja auch der Majin Buu. Sogar ein dreifacher Super Saiyajin hat Schwierigkeiten mit dem. Also was heißt Schwierigkeiten, aber ne, selbst der kann erst mit dem mithalten. Da hast du als zweifacher Super Saiyajin eigentlich keine Sonne. Boah, warum betäubt? So, jetzt. Oh, Betäubungsschlag, Betäubungsschlag. Super Masenko. Oh nein, wieder diese Fähigkeit. Ziemlich stark, Majin Buu. Aber ich hatte schon schwierigere Gegner, muss ich tatsächlich gestehen. Aber ich will auch nicht zu viel sagen jetzt. Nachher verlieren wir doch noch, aber ich glaube, das passt schon. Wir kriegen das hin. Oh, wir haben es gleich. Ja, das war's. Ein Angriff ist jetzt überhaupt keine Wirkung. Über 2 Millionen XP für Son Gohan. Das schmeckt, Leute. 66 sind wir jetzt. So, wie geht's jetzt weiter? Du Buu im Weg. Geil. Das hat er wirklich cool gesagt. Kaioshin hat eingegriffen. Gohan K.O. Tatsächlich. Hatte keine Chance. Der Kaioshin hat auch jetzt nochmal einen auf die Rübe bekommen. So. Jetzt sind Trunks und Goten auch noch da. Oh, Babi, ich finde den so witzig. Buu den hier aufessen, was? Dabra ist wieder da. Was? Dabra ist doch nicht tot? What? Babidi-sama, soitsuwa, Majin Buu wa, kishite anata no chujitsu na buka ni naru yona yatsu de wa arimasen. Dabra? Ima no uchi ni shimatsu shite okanakereba. Selbst Dabra sagt, dass Buu ausgeschaltet werden muss. Das ist, hat schon was zu bedeuten, Leute. Tabechao. Und dich fressen. Du werden zum Keks. Was für ein geiles Deutsch.
Geiles Deutsch, Leute. Oh, war aber ein Riesenkeks. Eigentlich hat er die doch immer so klein gemacht. Also zu einer kleinen Keksstücke oder Schokolade. In der, im Anime zumindest. Oh, jetzt sind wir wieder zurück, Krillin und Piccolo. Die waren ja wegen Piccolo, wegen Dabra zu Steinen versteinert. Was ist passiert? Nur wenige Minuten zuvor. Vegeta gegen Goku geht, glaube ich, jetzt weiter der Kampf. Ja, tatsächlich. これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータはその提案をやむなく受ける素振りを見せるがそれは悟空を油断させるための嘘であったベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させるそしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるためブーの元へ Sehr Link von Vegeta, aber okay. Jetzt geht's los, Leute. Vegeta hat den Kampf gewonnen. Wegen Vegeta ist er frei und deswegen möchte Vegeta jetzt sich rächen oder die Sache wieder begradigen quasi. Oder begleichen, wie er das sagte. Das hat schon was zu bedeuten, also wenn ich wieder lebend zurückkomme. Das war ein Hinweis. Die Transformation Super Saiyan 2 ist für Vegeta jetzt verfügbar. Sehr geil. So, jetzt wird Vegeta zum ersten Mal Majin Buu persönlich kennenlernen. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Wollen wir Vegeta mal ein paar Fähigkeiten beibringen, Leute? Son Gohans Energie ist schon weg. Er entschuldigt sich. Vegeta entschuldigt sich dafür, dass Gohans Energie weg ist. Also, dass er halt müde ist oder ausgeschaltet wurde. Die Frage ist nur, was könnte denn Vegeta hier lernen? Er kann ja nur eine Fähigkeit tatsächlich lernen. Schnellfeuer-Ki-Welle hat er doch eigentlich schon gelernt gehabt. Wir machen das einmal ganz kurz. Vielleicht schalten wir dann dadurch die nächsten Fähigkeiten für Vegeta frei. Das wäre doch auch was. Ein Schlag, Leute. So ein Levelunterschied haben wir gerade, dass wir die mit einem Schlag erledigen. Wahnsinn. Zumindest wenn die nicht gedeckt sind. Ja, ich kann nichts weiteres lernen. Das ist, kommt dann irgendwie später wahrscheinlich. Oder? Ist was freigeschaltet? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann machen wir weiter. Das Ding zerstöre ich dann noch einmal, weil das gleich in der Nähe ist. Und dann gehen wir als Vegeta hin und wollen einmal Majin Buu bekämpfen. So. Dann wollen wir mal gucken, was Majin Buu zu sagen hat. Da bin ich echt mal gespannt, Leute. Vegeta Super Saiyan 2 gegen Majin Buu. Oh, da guckt Babidi aber blöd. Meine Bocke, nur mein Schiff. Das ist so witzig.
Ich finde Babidi so witzig, Leute. Vegeta! Kisama! Nante koto! Nante koto! Uchuusen o hakai shiru nante meirei wa shite nai daro! Sono busaiku na manuke zura ga Majin Buu ka. Kisama! Yoku mo Gohan o koroshi yagatta na? Dass der sich für Son Gohan einsetzt, der Vegeta. Obwohl er noch so böse war in der letzten Folge, finde ich schon heftig. Das heißt, er findet dein Gesicht seltsam. Das muss er ihn erstmal erklären. Oh oh, Buu-sauer. Babi, die rennt los. Jetzt geht's los, Leute. Vegeta gegen Majin Buu. Mal gucken, wie der Kampf ausgehen wird. Zwei Level höher als uns, als wir, ist Majin Buu trotzdem, auch wenn wir Vegeta Super Saiyan Stufe 2 spielen. Haben wir andere Fähigkeiten jetzt mal? Ausweichen? Sind die gleichen Fähigkeiten, die wir so auch als normalen Vegeta gehabt haben. Einmal boosten. Einmal boosten und dann geht's rund. Jetzt, Leute, jetzt sind wir dran. Endlich, ey. Vollöde rein da. Jetzt noch mal eine Runde. Okay, wir haben noch geschafft, da durchzukommen. Boah, er hat... Ja, da kam wieder Rauch raus aus Blut. Oh, der ist ziemlich stark. Ich hätte doch uns mal boosten sollen mit Nahrungsmitteln und Buff-Food. Der ist wirklich sehr stark. Zumindest gegen Vegeta ist er wirklich stark. Als Son Gohan fand ich den Kampf nicht so schwer. Oh, wir müssen auf jeden Fall gleich eine Sensobohne einschmeißen. Ja, jetzt schon vielleicht sogar gleich. Oh nein, was macht der? Er wollte uns zu Schokolade machen, glaube ich. Tatsächlich, wir sind ein Bonbon. Das geht? Ach du meine Güte, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Das war wirklich das Letzte, was... Oh mein Gott, wieder. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Bikiball-Attack, also Urknall-Attacke. Boah, der ist wirklich sehr stark. Nochmal ein Urknall-Attacke. Ein Betäubungsschlag von ihm. Ja, jetzt können wir wieder rein. Jetzt würde ich sagen, dass wir uns mal boosten. Oh, oh, ausweichen, ausweichen. Nochmal, oh. Er ist sauer, er ist ziemlich sauer. Jetzt machen wir ihn aber fertig. Jetzt machen wir ihn fertig, Leute. Oh, wieder diese Attacke. Oh Mann, ey. Der ist ziemlich stark. Also wie gesagt, als Gohan war der deutlich angenehmer. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. 2 Millionen XP für Vegeta. Sehr gut. Level 68. Buu dich wirklich hassen. Okay. Oh oh, Piccolo ist jetzt auch da. Voll die Schelle. Ich finde Babidi so geil, Leute. Der Typ ist so witzig. Ja, Vegeta liegt auf dem Boden. Er merkt selber scheinbar jetzt, wie stark Majin Buu wirklich ist. Ja, der lebt immer noch. Trunks greift ein, okay. Trunks. Die legendäre Szene kommt jetzt, Leute. Das ist eine legendäre Szene jetzt.
wenn die dann nicht so viel wieder rausgeschnitten haben, als wie beim Anime. Bin ich mal gespannt. Vegetas Blick sagt alles. Mama wo taisetsu ni shiro yo. Doyu koto, Papa? Mama wo taisetsu ni shiro tte. Omae tachi wa doko ka toku e hinan shite iro. Majin Buu to wa ore hitori de tatakau. Iya da! Ore tachi mo tatakau! San nin de yareba kitto taozare yo! Trunks. Omae wa akanbou no koro kara Was für eine traurige Szene, Leute. Ich krieg die Tränen gerade. Dakasete kure. Papa. Was für eine süße Szene, Leute. Nande, Papa. Yamete yo. Hazukashii yo. Er hat ihn noch nie umarmt, Leute. Wow. Noch nie. Überlegt euch das mal. Euer Papa hat euch noch nie umarmt. Und du bist schon 7-8 Jahre alt. Traurig. Vegetas Stimme, Leute. ひとつだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。 Die legendäre Szene, Leute. Ich finde das einfach eins der besten Szene bei Dragon Ball Z überhaupt. Warte, Majin Buu! So ist zwar Konore und Tauschte Karanisrundana. Wakataka! Kono, Minikui Fusen Yarome! Mata war Kchitana! Jetzt geht's los. Was für eine Szene. Wahnsinn, was für eine Aura, den Vegeta ausstrahlt. Was für eine Szene, Leute. Oh Mann, Leute. Was für eine Szene. Vegeta. Nur noch Stein übrig, Leute, von ihm. Staub und Asche. Traurige Szene, Leute, aber gleichzeitig auch sehr legendär. Zwei wo tanon da so. Ore wa kekka o mite kuru. そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか、己の身を犠牲にして。
Ausgerechnet er. Piccolo, was für eine Aussage. Babidi lebt auch noch tatsächlich. Babidi! Wie Babidi immer aussieht, ich finde den so geil. So witzig. Oh! Majin Buu. Es gibt Reaktionen von den Teilchen, die noch übrig geblieben sind. Oh nein. Renn, Piccolo. Flieg bloß weg, mein Bester. Bevor er dich auch kriegt. Majin Buu ist wieder da, Leute. Die Stimme auch von Bobby, die einfach geil. Er heilt ihn. Buu hat die Fähigkeit, auch Leute zu heilen. Wahnsinn, Leute, dass er das. Der kann ja alles gefühlt irgendwie. Diese Fresse, Leute, einfach nur wie eine kleine Ratte. Japanisch ist wirklich eine einzigartige Sprache. Finde ich wirklich immer sehr interessant. Majin Buu ga. Vegeta wa muda jini datte no ka? Chijou wa kiken da. Kami no shinden ni kono 2 to nakama dake demo tsurete iku zo. Kibou no hoshi wa kono 2 dake da. Wazuka na kibou da na. Tja, Leute, was für eine Szene. Vegeta hat sich geopfert und auch umsonst. Was ich wirklich sehr schade finde. Ich hätte das Vegeta mal gegönnt, dass er endlich mal seinen ersten großen Bösewicht erledigt. Aber leider war das nicht der Fall. In der Zwischenzeit kommt Goku zu sich. Spielen wir jetzt wieder Son Goku wahrscheinlich. Tja, Son Goku, du hast viel verpasst, mein Meister. Leider. Piccolo und Krillin sind noch leben. Ich bin aus dem Eis zurückgekehrt. Die zwei werden wissen, was passiert ist. Ich weiß es vielleicht nicht. Piccolo und Krillin sind Ja, jetzt wird alles klar. Goku wird aufgeklärt und dann wird geschaut, was wir machen. Ja, aber bevor wir das alles machen, die Transformation Super Saiyan 2 ist jetzt auch für Son Goku verfügbar, sehr gut. Werde ich erst einmal hier einen Cut machen, Leute. Wir haben eine legendäre Szene von Vegeta erlebt, die man so beim Anime auch kennt. Meine Meinung dazu ist ganz in Ordnung. Also, ja, man hätte noch ein bisschen mehr einfügen können. Bei der Szene mit Trunks und Goten vielleicht noch. Ansonsten sage ich 9 von 10 für die eine epische Szene. Gut. Ansonsten, ach ja, die Stelle, wo Vegeta halt zu Stein wurde, das war auch ein bisschen zu schnell, finde ich. Man hätte noch diesen Sprecher einschalten können, wo im Anime auch der Sprecher gesprochen hatte, dass Vegeta sich opfert und ein legendärer Krieger gestorben ist. Ihr wisst schon, welchen Spruch ich meine. Aber ansonsten war das wirklich eine 9 von 10. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das würde mir helfen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und ciao.